So, dann mal rein da und gucken wir, was passiert. Wow. Wir sind füreinander bestimmt, ob ihr das wisst oder nicht. Das ist auch so ein Spruch von einem... naja, lassen wir das. Du weißt sehr wohl, dass ich dich unmöglich wieder gehen lassen kann. Wir sind füreinander bestimmt, ob du das nun wahrhaben willst oder nicht. Schicksal oder nicht. Ob nun Schicksal oder nicht, mein Leben wird an diesem Ort nicht lange währen. Was? Wer wagt es, in das Haus von Ragefast einzudringen? Sagt an, was ihr hier wollt, damit ich weiß, was ich auf euren Grabstein meißeln kann. Ihr wagt es, mich als Räuber zu bezeichnen, ihr, der ihr solche Verbrechen begeht. Na gut, wir wussten nicht wirklich, ob es ein Verbrechen war oder nicht. Aber unser Charakter hat das gerade aufgelöst. Es scheint wohl wirklich ein Verbrechen zu sein, Nymphen zu beschwören und zu versklaven und türkise Roben zu tragen. Was soll der Unfug? Erklärt, was das soll, bevor ich mich eurer entledige. Ihr haltet dieses wunderbare Wesen gefangen und beansprucht noch immer die Moral, gepachtet zu haben. Was für ein Widerspruch. Nein, diesem Wesen gehört meine ganze Liebe, mein Leben. Sie wird auch mich in gleicher Weise lieb gewinnen. Doch das dauert seine Zeit. Genau. Man hält diejenigen nicht gefangen, die einem am Herzen liegen. Ihr mögt ihren Willen brechen und sie wird euch dienen. Aber das ist keine Liebe. Hört auf sie. Auch sie wird glücklich sein, wenn sie sich nur erst ein wenig hier eingelebt hat. Wir werden uns lieben und treu sein bis an den Tod. Sieh mich an, Ragefast, meine Schönheit schwindet mehr und mehr dahin. Abella, so etwas darfst du nicht sagen. Deine strahlende Schönheit hat seit unserem ersten Tag nicht seinen Glanz verloren. Warum schwindet ihre Schönheit? Weil sie ein Land ist oder weil sie beschworen ist? Ihr schmeichelt mir, doch seid ihr von der Leidenschaft geblendet. Seht doch nur, was mit mir vorgeht. Mein Geist schwindet mir an diesem garstigen Ort dahin. Mir, die ich doch eigentlich nicht altere. Und weil ihr so besessen von mir... Und weil ihr so besessen seid von mir, steht es euch... Steht es auch um den euren schlecht. Aber wir sind füreinander bestimmt. Es waren deine Worte. Ja... Oh ja, auf meiner Lichtung im schönen Schein des Mondes und der Sterne, jedoch hier bei euch eingepfercht zu sein, das ertrage ich nicht. Ich bin kein Mensch, ich bin hier nicht zu Hause. Aber ich bin hier zu Hause. Boah, wo sind wir hier bloß reingeraten? Was? Die Antwortmöglichkeit irritiert mich gerade ein bisschen. Diese Abella wird mit euch sterben. Befreit sie, wenn eure Gefühle echt sind. Drohen wir ihm gerade an, beide umzubringen? Oder einen umzubringen? Nee, wir nehmen das hier. Jammert, wenn euch danach ist, aber heute Nacht wird sie frei sein. Steht ihr im Weg, so werdet ihr zusammen mit euren irrigen Träumen untergehen. Meine innersten Gefühle liegen vor dir ausgebreitet und ich muss deinen Spott über mich ergehen lassen. Nimm mich doch bitte endlich ernst. Okay, also redet er schon wieder nicht mit uns, sondern mit seiner Geliebten da. Was recht irritierend ist, wenn man ein Gespräch führt und er plötzlich... Aber okay. Hä? Und er hat doch nicht mit ihr gesprochen, oder? Oh, weia. Na gut. Wir sind zwar alle müde und gereizt. Also jedenfalls die oberen vier und Immun. Aber er muss jetzt sterben. Und das tut er hoffentlich auch schnell, denn wenn er länger lebt, dann haben wir ein Problem, weil er ein stärker Magier ist. ja, das war auf jeden Fall schnell. So, das nehmen wir mal mit. Und jetzt sprechen wir mit der Nymphe. Armer Ragefast. Wie so viele andere war auch er den Empfindungen, die ich und meinesgleichen bei den Menschen hervorrufen, nicht gewachsen. Doch nun zu euch, mein Retter. Mir scheint, ich bin nun frei, doch wie oft musste ich schon erleben, dass hinter den guten Taten der Menschen üble Beweggründe stehen. Was habt ihr mit mir vor? Ich traue keinem der Spieler in diesem Spiel. Ich werde euch befreien und keiner wird euch mehr einsperren. Wie freue ich mich darauf, wieder das Gras unter meinen Füßen zu spüren. Bitte nehmt mir dieses Halsband ab.
das mich an der Ausübung meiner Fähigkeiten hindert. Als ich es von ihm erhielt, glaubte ich, es wäre ein Schmuckstück. Bitte, wollt ihr mir helfen? Meine Dankbarkeit kennt keine Grenzen. Nehmt diesen Umhang aus meinem Haar als Andenken. Ich werde wohl auf einige Zeit die Menschen gänzlich meiden. Lebt wohl. Und Dimensionstor, das würde ich auch gerne sprechen können. So, ein Haarlocke einer Nymphe. Zwar hat Nymphenhaar an sich keine magischen Eigenschaften, allerdings ist es eine wichtige Zutat für eine Reihe von Charisma-Zaubern und Gegenständen, von denen der Nymphenumhang einer der wichtigsten ist. Sie hat doch gerade gesagt, dass sie uns einen Umhang gibt aus ihrem Haar. Und sie hat uns jetzt nur eine Locke gegeben, aus dem man anscheinend einen Umhang herstellen kann. Noch ein Übersetzungsfehler. Aber schauen wir uns hier mal um. So ein Magier müsste doch jede Menge schöne magische Gegenstände und Zauberspruchrollen und sowas hier rumliegen haben. Aber es schaut nicht so aus. Das ist ja komisch. Aber gut, eine Sache vom Zettel erledigt. Können wir raus hier. War hier irgendwo eine Taverne? Déjà-vu. Ich glaube, ich war schon mal in dem Gebiet und habe eine Taverne gesucht. So, was haben wir noch auf der Liste? Wir haben den Tasloy im Mantelwald, der einen Umhang hat. Aber den zu suchen, nee, das muss nicht unbedingt sein. Wir haben noch den Jungen hier in der Stadt, den wir finden müssen. Dann im Tempel wollte ich noch vorbeischauen. Und Ulcaster. Nee, nicht Ulcaster. Die Feuerweinruinen, die von Gullikin ausgingen. Da hatten wir nur den einen Ogre-Magus getötet und sind dann weitergegangen. Da könnten wir auch noch rein. So, aber erstmal schauen wir mal dahin. Da es in fast jedem anderen Stadtteil mindestens zwei Tavernen gibt, gehe ich einfach mal davon aus, dass es hier auch eine gibt. Und so viele Häuser, wo man einbrechen kann oder wo irgendeine Quest drin sein könnte. Hier kann man echt sehr, sehr viel Zeit verbringen. So, aber hier scheint die Stadtmauer zu sein. Also so groß ist das Gebiet nicht. Ah. Ah. Sonne geht unter. Was ist denn das eigentlich für ein Turm da hinten rechts? Den haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen. Bisher kein einziges Geschäft oder Taverne. Jedenfalls nichts mit einem Schild. Nu, was machst du hier in der Gasse? Wenn ich groß bin, werde ich auch zaubern. Das macht Spaß. Und wenn du das sagst. Du bist doch ein bisschen größer als gedacht. Aber immer noch keine Taverne. Gerogon flitzt mal weiter vor. Aber nö. Hier ist wieder ein Steg. Oder zumindest ein Hafen. Noch mehr Wohnhäuser. Ja, scheint echt nur so ein Wohnblock hier zu sein. Aber gut, jetzt wissen wir das wenigstens und können uns anderswo umgucken. Bist du ein Gasthaus? Kann er nicht alleine rein? Wo ist der Rest? Der kommt gerade an. Schön, schön. Also nochmal. Da rein. Döner hier trödelt. Chop, chop. Nö, ist kein Rasthaus. Einfach nur jemand, der seine Tür nicht abgeschlossen hat. Ah, zur funkelnden Klinge. Und das Symbol ist ein Bett, also wird es hoffentlich ein Rasthaus sein. Kleines Rasthaus. Mit skurrilen Typen in Rüstung und Waffen.
Kumpel. Hallo? Ihr seid ein Licht, das die Dunkelheit durchdringt. Ihr seid auf der Suche nach Wahrheit. Ihr seid mehr, als euch bewusst ist. Der Seher hat so gesprochen, weil er die Furcht kennt, die ihr hegt. Und die Furcht, die euch noch bevorsteht. In der Höhle der Spinnen findet ihr einen Titanit. Ihr tätet ihn, ihr tätet gut daran, ihn mir zu bringen. In der Höhle der Spinnen? Das Spinnenlager haben wir doch schon ausgeräumt, da haben wir das Schwert her. Ein Titanit. Komischer Kauz. Mit verheißungsvoller Stimme teilte mir Gax hier der Seher mit, dass mir eine düstere Zukunft bevorsteht. Da ich gerade in die lichtlosen Abwasserkanäle hinabsteige. Ah, hat er zwar nicht erwähnt, aber jetzt wissen wir es ja, dass er Abwasserkanäle damit meint. Sind seine Vorhersagen alles andere als überraschend. Gleichzeitig hat er mich aber gebeten, ihm einen Titanit mitzubringen, der da unten verborgen sein soll. Also bittet er uns, in die Abwasserkanäle runterzugehen und da nach einem Stein zu suchen. Irgendwo. Was wünscht ihr? Scheller sieht durch den Nebel der Dame, dass ihr starke und würdige Abenteurer seid. Scheller sieht in der Tat sehr stark. Sehr klar. Hä? Das war doch ein Kompliment, oder? Welche Anmaßung von jemandem, der noch so jung ist. Das war nicht anmaßend, das klang eigentlich wie ein Kompliment. Scheller sieht nicht klar, sondern nur verschwommen und immer durch die Nebel von Lyra. Lyra, wer ist das? Oh. Lyra, die Dame der Nebel, Mutter aller Illusionen, die Hüte der Täuschung, des Nebelschattens. Einige sagen, sie starb zu der Zeit der Unruhen, getötet von Cyric, verraten von Musk. Einige sagen, dass sie Musk liebte und ihn immer noch liebt. Einige sagen, Götter können sterben. Manche sagen, Götter können geboren werden. Manche sagen, Götter können leben. Andere sagen, Götter sind Illusionen, die wir zur Befreiung unserer eigenen Bedürfnisse erschaffen, mit Befriedigung. Und wiederum andere sagen, Götter sind eine Illusion, die wir schaffen, um unsere Angst vor dem Leben zu versteuern, unsere Angst vor dem Tod. Unsere Angst vor dem Sein, wenn Götter eine Täuschung, eine Illusion sind. Denn ist vielleicht Lyra der einzige Leitstern der Wahrheit in unserem ganzen Pantheon der Lügen. Doch wenn Götter wirklich sind und wahr und allwissend, dann kann Lyra keine Göttin sein und muss tot sein, wenn sie denn je gelebt hat. Ah, okay. Ach, hier ist es schon so spät. Wie könnt ihr etwas verehren, das ihr nicht kennt? Das ist mehr oder weniger genau das, was ich meine. Verstehe ich nicht. Ah, dann seid ihr wahrlich einer von uns. Ihr gehört wirklich zu Shaela in den Nebeln von Lyra. Darf Shaela euch mit einer Bitte der Dame ehren? Sicher? Wandert in Frieden durch die Nebel von Lyra. Ha? Darf Scheller euch mit einer Bitte der Dame ehren? Sicher, und sie macht nichts. Die Taverne ist komisch. Sehr eine komische Klerikerin. Und wer bist du? Geht mir aus den Augen. Okay. Ja, nee, egal. Wir wollten eigentlich eh nur schlafen. Gib uns ein Zimmer. Ja, königlich ist okay. Nur weg von den komischen Leuten. Obwohl, wo wir schon mal hier sind, Immun, schon mal kurz hoch und guck, ob da jemand ist, mit dem man noch reden kann.